Das ist nichts anderes als Wetten und hat mit realen Werten. Facebook ist down und die Aktie sinkt am selben Tag um 5,5%. Es ist schon beeindruckend. Mittlerweile muss ich nicht mehr auf die Bank vor Ort gehen, um mir meine Finanzinfos zu holen. Ich kann mich hier auf YouTube bei langen Videos informieren oder mittlerweile eben auch beispielsweise bei TikTok in 10-15 Sekunden Videos. Aber da stellt sich bei mir eine Frage, nämlich wie erkenne ich eigentlich guten Content? Und genau diese Frage, die schauen wir uns im heutigen Video an. Willkommen bei Finanzen einfach verstehen. Mein Name ist Leon und auch heute gibt es wieder praktische Tipps rund um deine Finanzen. Wenn du also in Zukunft finanzfit werden möchtest, ganz wichtig, bevor es losgeht, unten einmal den Kanal abonnieren, die Glocke an und dann wirst du über jedes neue Video von uns informiert. Was ist guter Finanzcontent? Ja, ihr seht, ich stehe heute nicht ganz alleine vor der Kamera. Ich habe einen Gast mitgebracht und wer hätte gerade für diese Frage besser passend sein können? Also liebe Ben von Investieren mit Ben, großer TikTok-Account, über 50.000 Follower, aber am besten erzählst du selber etwas über dich. Ja, vielen Dank, Leon, dass ich heute mit dem Video sein darf. Ich bin, wie gesagt, Ben. Ich habe einen TikTok-Kanal, inzwischen auch Instagram und YouTube, aber mit TikTok begonnen, zum Thema Aktien, Börse und Finanzen, wo mir inzwischen rund eben 50.000 Leute folgen. Und dort bringe ich eigentlich täglich kurzen, snackable Finanzcontent. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Genau, perfekt. Aber wir beginnen eben nicht bei dem snackable Content, sondern bei der Plattform, auf der wir uns gerade befinden, nämlich mit YouTube. Weil da habe ich wirklich einfach etwas mehr Zeit, um Finanzinhalte rüberzubringen. Du hast gesagt, du bist mittlerweile auch dort unterwegs. Schieß los. Wie muss guter Finanzcontent auf YouTube aussehen? Also bei YouTube hat man halt den Vorteil einfach, dass die Formate wesentlich länger sind. Das heißt, auf YouTube finde ich, YouTube funktioniert ja mehr wie eine Suchmaschine, auch wirklich immer die Informationen, die ich brauche. Und worauf ich da achte, wenn ich mich auf YouTube informieren will, ist eigentlich, dass die Kanäle meistens dann schon ein gutes Team dahinter haben. Also es gibt ja inzwischen auch recht große Finanzkanäle, wenn ich mich wirklich mal in ein neues Thema reinarbeite. Natürlich, wenn Themen dann sehr, sehr nischig sind, dann kann es auch sein, dass die gar nicht von so großen YouTubern behandelt wurden. Dann muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber mein erstes Kriterium ist eigentlich so Größe, weil es schon auch in gewisser Weise dann Kredibilität bringt, wenn da ein ganzes Team dahinter steht. Ja, weil ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, die Glaubwürdigkeit dieses Contents, weil es gibt ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formen von hin, kauf das, du wirst reich, bis hin eben zu dem Thema, so kannst du beispielsweise langfristig Vermögen aufbauen. Das sind schon zwei ganz, ganz unterschiedliche Arten und auf YouTube, wie du sagst, macht natürlich die Größe des Kanals auch schon etwas aus. Da hast du meistens etwas mehr Kredibilität dahinter. Ja, und ich glaube, eine wichtige Sache, die hast du gerade auch schon mit angesprochen, kann man auf alle Formate beziehen, ist einfach dieses Thema, wie pauschalisiert wird auch in den Videos. Ja. Also kaufe diese Aktie und alles wird gut nach dem Motto, ohne irgendeine große Begründung, ohne eine kritische Auseinandersetzung. Da wäre ich immer vorsichtig. Wenn das Kanäle sind, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, die entweder groß sind, ein Team dahinter haben, das gut recherchiert und sich mit den Themen auseinandersetzt, oder eben auch eine einzelne Person, kann eben auch ein sehr, sehr kleiner Kanal sein, der aber sich Mühe gibt, sich wissenschaftlich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch immer kritisch Themen noch beäugt, da würde ich sagen, ist man so nicht auf der sicheren Seite, aber da geht es in die richtige Richtung. Perfekt, wunderbar. Jetzt haben wir schon einiges vorweggenommen, weil eben gerade, wenn es in diese provokative Richtung, diese pauschalisierte Richtung geht, dann ist das, glaube ich, der Aspekt, wo man gerade bei kurzen Videos drauf achten muss. Oder wie siehst du das? Ja, also die Krux an TikTok oder das Problem bei TikTok ist einfach, dass ich Content wirklich, der ja komplex ist. Finanzen sind ja, ihr seid zwar Finanzen einfach verstehen und Finanzen können auch einfach sein, aber doch sind viele Themen relativ komplex, dass man die eben auf eine relativ kurze Zeitspanne runterbringen muss. Also auf TikTok hat man normalerweise früher immer 30 Sekunden gehabt, dann 60. Inzwischen gehen auch 3 Minuten, wobei ich mich eher eben so im Bereich von 30 bis 60 Sekunden aufhalte. Und da ist es natürlich eine extreme Challenge für die Creator, dieses komplexe Wissen oder einen Aspekt dieses komplexe Wissen runterzubrechen auf ein sehr, sehr kurzes Video. Und dementsprechend besteht da die Gefahr, auch für mich immer wieder ein bisschen zu sehr zu pauschalisieren, weil man eben nur einen wichtigen Fakt meistens weitergeben will und ja, in dieser Zeit gar nicht dazu kommt, sich überhaupt kritisch mit den Themen auseinanderzusetzen. Das ist so eine spannende Aufgabe. Ihr könnt euch ja wirklich mal selbst überlegen. Nehmt ein Thema aus eurem Beruf und versucht in 15 Sekunden dieses ganze Thema in ein Video zu packen. Das ist mehr oder weniger gar nicht möglich. Dementsprechend kann ich ja auf TikTok oder bei Instagram Reels wirklich hier nur einen kleinen Aspekt eines Themas auch wirklich in so ein Video reinpacken. Genau, also wenn ich zum Beispiel ein Video auf TikTok über ETFs gesehen habe, das reicht mit Sicherheit nicht aus, um dann ein Verständnis zu haben, dass man sagen kann, okay, ich weiß wirklich, wie da investieren jetzt in ETFs zum Beispiel an dem Beispiel funktioniert, sondern entweder braucht man da viel mehr Kontext durch mehr kurze Videos,
oder eben dann vielleicht doch längere Formate einfach. Okay, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wie gehe ich eben dann mit diesem Content um? Das hast du selber gesagt, wenn ich so eine Info von TikTok beispielsweise bekomme, dann reicht es nicht, mich auf diese eine Info zu beziehen, sondern ich muss dann noch etwas mehr in die Tiefe gehen. Da kommt zum Beispiel dann natürlich das Medium YouTube ins Spiel, wenn es natürlich etwas längere Inhalte sein sollen, die gut recherchiert sind, um das nochmal aufzugreifen, oder natürlich viel mehr Videos im Kurzformat, die genau sich auf dieses Thema beziehen. Würdest du da trotzdem sagen, ich traue da nur einer Person, sei es jetzt YouTube oder sei es jetzt TikTok, oder würdest du sagen, nein, ich sollte da schon mir mehrere Personen anschauen? Ja, also ich glaube, gerade um zu erkennen, was auch richtig ist, weil es gibt natürlich auch viele Creator, die vielleicht mit Halbwissen arbeiten, die selber eher ja, die Zuschauer auf ihre eigene Reise des Lernens mitnehmen wollen und gar nicht so aus einer, weiß ich nicht, wissenschaftlichen Perspektive sich davor schon mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und da würde ich schon sagen, um überhaupt zu erkennen, was ist denn jetzt richtig und was ist vielleicht auch eher, ich sage jetzt einfach mal Quatsch, was erzählt wird, ja. Würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich verschiedene Creator anzuschauen, um dann auch zu erkennen, okay, was sind vielleicht verschiedene Ansichten, um sich daraus dann wieder die eigene Meinung zu bilden, um dann gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das finde ich eine spannende Ansicht. Aber ganz, ganz klar, ich glaube, so die Grundhaltung, weil ich sage, dieses wissenschaftliche Denken ist ja meistens gerade bei den großen Creators sehr, sehr ähnlich. Dass man zum Beispiel langfristig investieren soll und nicht jetzt wirklich super schnell reich werden kann, indem ich mir gerade 1, 2, 3 Coins beispielsweise rauspicke. Von dem her finde ich aber auch schön, dass du sagst, okay, ich muss meine eigene Meinung bilden. Weil klar, jeder hat nochmal einen gewissen eigenen Aspekt, einen gewissen Touch, den er mit reinbringt. Und am Ende sollte ich eine Entscheidung treffen, in der ich zu 100% stehe. Genau, und ich würde auch sagen, wenn man wirklich sich tief mit einem Thema auseinandersetzen will, dann nicht nur verschiedene Creator, jetzt eben zum Beispiel auf TikTok, sondern, wie du vorhin auch gesagt hast, plattformübergreifend eben auch mal ein längeres YouTube-Video zu anschauen und im besten Fall auch einfach mal zu einem guten alten Buch greifen, dass das Thema aufgreift. Und ich glaube, gerade aus diesem Mix, den man dann hat, aus Informationsquellen, kann man sich wahrscheinlich am Ende die beste Meinung bilden. Und vielleicht lernt man einfacher mit bewegtem Bild, mit YouTube zum Beispiel. Aber es gibt so viele gute Bücher auch im Finanzbereich, sodass man da einfach ergänzend sein Wissen vielleicht nochmal einen ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive einen Blick drauf bekommt. Einen ganz, ganz wichtigen Aspekt möchte ich an dieser Stelle aber auch noch erwähnen. Und das ist ein Thema, was wir in deinem Video gleich noch auf deinem Kanal zeigen werden. Es gibt auch Themen, wo es vielleicht doch nicht ganz ausreicht, mich nur online zu informieren. Wo vielleicht eine Entscheidung nochmal sehr, sehr viel Gewicht auch hat und deswegen ist vielleicht nochmal eine Beratung wichtig. Das möchte ich hier in dem Video trotzdem nochmal ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz klar mit dazu sagen. Ich kann sehr, sehr viele Infos holen. Es gibt viele Themen, die ich dann noch ganz eigenständig bearbeiten kann. Aber je komplexer ein Finanzthema wird, umso sinnvoller ist es vielleicht doch mal noch etwas Unterstützung mit dazu zu holen. Ich denke auch, das Wichtigste ist, sich schon mit den Themen selbst auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Aber gerade auch, selbst wenn es simple Entscheidungen sind und man sich nicht zu 100% wohl in der Thematik fühlt, kann man auf jeden Fall einen Berater dazu nehmen. Und ich denke, jeder, der aber von sich aus eben das Gefühl hat, hey, ich habe da jetzt den Durchblick gewonnen, ich habe da auch einiges an Zeit investiert, der kann sicher einfache Finanzfragen für sich beantworten und selbst entscheiden und die Beratung in gewisser Weise dann an der Stelle auslassen. Und wenn es dann eben in komplexere Themen geht, also wenn ich jetzt auch an Immobilienfinanzierung und solche Sachen gehe, das will man wahrscheinlich nicht alles komplett selber machen, sondern da kann so eine Beratung schon auch mal ganz sinnvoll sein. Ganz klar. Oder ich kann eben gerade das Wissen, das ich mir angeeignet habe, zur Verifizierung der Inhalte einer Beratung nutzen. Genau. Also ich kann sagen, ich nehme es in Anspruch, aber ich weiß mittlerweile, hey, auf das kommt es an und kann sogar prüfen, was die Person vor mir wirklich sagt. Ja, ich kann mit dem Berater auf einer ganz anderen Ebene diskutieren, auf jeden Fall. Vielen Dank, Ben. Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Einblicke in diese Materie gegeben. Was ich jetzt gerade zum Abschluss nochmal sehr, sehr spannend finde. Du würdest ein Video anschauen, TikTok, YouTube, Instagram, ganz egal, und du müsstest mir 3 Aspekte nennen, anhand derer du beurteilst, ob es ein gutes Video ist oder ein schlechtes Video. Welche wären das? Also ich glaube, als erstes, was ich vorhin auch schon zweimal gesagt habe, es darf nicht pauschalisieren. Ja. Also es muss sich wirklich kritisch und objektiv mit den Themen auseinandersetzen und auch keine leeren Versprechungen machen. Also gerade hohe Renditeerwartungen von, weiß ich nicht, hier kriegst du 10%, 20%, 30%, 40%. Ja, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Mhm. Das zweite ist für mich, irgendwie sollte in dem Video eine klare Message rüberkommen. Also ich soll mir danach nicht mehr Fragen stellen, als ich mir vorher gestellt habe zu dem Thema. Und der dritte Aspekt ist, ich mag Content, der mich irgendwie
dazu inspiriert, dann mehr über das Thema wissen zu wollen. Und genau dann eben einfach nochmal auf andere Plattformen zu gehen, dazu zu recherchieren, vielleicht auch nochmal ein Buch zu dem Thema zu kaufen. Das heißt, wenn der Content so gut gemacht ist, dass er mich dann dazu inspiriert und bekräftigt, darin mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, dann finde ich ihn richtig gut. Sehr schön. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dementsprechend, ganz kurz in Eigenwerbung, schaut echt beim Kanal von Ben vorbei, sei es auf YouTube, Instagram, TikTok, schaut bei uns auf den Kanälen vorbei. Wir maßen uns mal an, dass wir es auf eine gute Art und Weise weitermachen. Und dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht. Und dann sehen wir uns nämlich nächste Woche wieder mit gutem Finanzcontent. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.